sind heute von Krakau, also von Südpolen, in Richtung Budapest in Ungarn aufgebrochen. Dazwischen liegt aber noch die Slowakei. Also heißt das mindestens zwei Grenzen, die wir überschreiten müssen heute. Wir haben uns mal überlegt, dass wir den Bus nehmen, weil er einfach unwahrscheinlich billiger war im Vergleich zum Zug und dafür auch schneller. Also für 360 Kilometer ungefähr 5 Stunden und der Zug hätte für eine ähnliche Strecke ungefähr 10 gebraucht, dem Nachtzug, und wäre dreimal so teuer gewesen. Daher vielleicht doch lieber den Bus. Wir sind vorhin in Krakau gestartet, also in Südpolen, und sind jetzt auf dem Weg nach Budapest in Ungarn, und dazwischen liegt einfach mal noch ein Teil der Slowakei, den wir gerade durchfahren. Und ja, wie man sieht, wird schon dunkel. Das macht die ganze Sache mit dem Licht so ein bisschen schwierig. Und als wir 2 Stunden unterwegs waren, haben wir die Grenze noch rein zufällig gesehen. Also die ehemaligen Zollgebäude abgebaut, die Grenze sonst kaum noch zu erkennen als diese. Boah, das wackelt unwahrscheinlich gerade hier. Ja, und den größten Punkt, den wir eigentlich mitbekommen haben, dass wir das Land gewechselt haben, ist, also dass die Schlaglochanzahl zugenommen hat und das Filmen gerade unwahrscheinlich schwer für mich macht. Und dass es jetzt schon ein bisschen draußen ein bisschen dunkel ist, deswegen weiß ich nicht gerade, ob ihr mich noch seht. Aber egal. Und das einzige andere Merkmal, was ich noch sehe, ist, dass ich jetzt die Sprache gar nicht mehr verstehe. Und so wie das aussieht, hat es mit unserem Host geklappt in Budapest. Das heißt, dass wir noch abgeholt werden nachher vom Busbahnhof und in eine Privatwohnung gebracht werden. Und dann mit ihm ein bisschen rumziehen. Mal sehen, was das wird. Ich werde euch darüber mehr erzählen. Aber eine Grenze haben wir ja heute noch. Wir haben noch die slowakisch-ungarische Grenze vor uns. Und dann werde ich noch mal kurz was darüber erzählen. Der vierte Tag unserer Reise. Wir sind jetzt endlich in Budapest angekommen. Hatten gestern noch eine witzige Tour mit dem Bus. Das heißt, es wurde immer bergiger, der Bus wurde immer schneller und die Straßen wurden immer schmaler. Und er hat einige Male auf einer zweispurigen, nicht einsehbaren Straße einen LKW überholt. Das hat schon so ein bisschen Angst gemacht. Aber naja, wir haben es geschafft. Außer, dass wir ewig auf die Grenze gewartet haben, weil in der Slowakei irgendwie Budapest nicht ausgeschildert ist. Wir haben es nirgendwo gesehen, wir haben lang geguckt. Die Gründe dafür können wir nur ahnen. Zur Grenze in der Slowakei, sie war eigentlich ganz witzig. Weil man hat sie ein bisschen erkannt. Von Weitem sah es so aus, als eine riesige Schlange LKWs, die war so durchgelassen zu werden. Aber als wir näher kamen, stellte sich heraus, dass auf beiden Seiten nur ungefähr auf 1 Kilometer LKWs parkten. Warum sie da parkten, habe ich keine Ahnung. Die standen da halt bloß. Sonst war auch nichts mehr zu sehen, außer 2 verlassene Grenzgebäude und ein paar Polizisten, die vereinzelt Autos rausgezogen haben. Und nicht, wir sind einfach durchgefahren. Man hat dann auch gleich gemerkt, dass die Straßen besser wurden. Der Bus hat nicht mehr so gewackelt. Das war in der Slowakei irgendwann schon ganz schön nervig. Aber leider war es sehr dunkel und wir haben wenig gesehen. Wir hätten es auch fast verschlafen, hätten wir nicht immer noch nach der Stelle nach Budapest gesucht. So, auf dem Weg nach Budapest hat es angefangen, unwahrscheinlich zu schneien. Und gestern war Budapest komplett weiß. Das sah echt schön aus und mal sehen, wie das heute aussieht. So, heute ist der 5. Tag unserer Reise. Gestern sind wir in Budapest rumgelaufen und haben uns ein bisschen die Stadt zeigen lassen und den Unterschied zwischen Buda und Pest, also den Unterschied der beiden Stadtteile, jeweils von der Donau getrennt, und haben dabei dieses riesige Parlament in Ungarn gesehen, was mehr einem Schloss gleicht als einem Parlament. Dann waren wir schön auf der alten Burg oben, eine wunderschöne Aussicht gehabt auf Buda und auf Pest. Und sind allgemein in Pest ein bisschen rumgelaufen und haben uns die Stadt angeguckt. Jetzt werden wir versuchen, zum Ostbahnhof zu gehen in Budapest und hoffen, dass wir ein Ticket mit dem Zug nach Bukarest in Rumänien bekommen. Mit ein bisschen Glück müssen wir nur einmal umsteigen und es wird nur 14 Stunden dauern. Mit ein bisschen Pech sind es 3-mal umsteigen und 18 Stunden. Und wir hoffen, dass es bezahlbar wird. Das werden wir noch sehen.
Unser Host Armin hat uns gestern schön durch Budapest geführt und wir haben einige witzige Sachen gesehen. Leider musste er abends noch arbeiten, aber so sind wir relativ früh ins Bett gekommen und konnten doch mal gut 10 Stunden schlafen. Vor 3 Jahren habe ich in einer Kleinstadt an der österreichisch-ungarischen Grenze gewohnt und außerdem lebt mein Vater und meine Schwester noch immer in Wien. Und deshalb habe ich sehr oft nach Österreich gefahren. Und ja, ich habe es bemerkt, dass die Grenze nicht mehr gibt und ich freue mich dafür, wirklich. Ich keine Schlange stehen sollte mit dem Auto zum Beispiel. Gestern Abend hat uns unser Host, so wie er meinte, noch ins Roma-Ghetto gebracht, wo er sagte, dass die Budapester es eigentlich meiden, weil es heruntergekommen ist und angeblich gefährlich sein soll. Ich fand es echt angenehm, weil die Häuser waren immer nicht 6 Etagen hoch, sondern halt nur 3. Man wurde mal nicht erschlagen von der Stadt. Die Gebäude waren ein bisschen heruntergekommen, aber auch nicht irgendwie dolle schlimm. Und für mich hatte das Viertel einen sehr einladenden und auch sehr interessanten Eindruck gemacht. Also ich fand es ganz gut. Heute werden wir erstmal noch einen jüdischen Gottesdienst besuchen. Da hat unser Host zu eingeladen, beziehungsweise er wollte uns unbedingt mitnehmen. Danach wollen wir noch auf einen Markt und ich glaube, dann müssen wir schon bald unsere Sachen packen und Richtung Zug pilgern. Heute ist Tag 6 unserer Reise. Heute Abend werden wir von Budapest in Ungarn nach Bukarest in Rumänien fahren. Das sind so gute 14 Stunden mit dem Zug. Wir werden hier um 7 Uhr abends starten und werden so gegen 11:30 Uhr morgens in Rumänien ankommen, also in Bukarest. Mal gucken, was das für ein Trip wird. Wir haben die billigste Klasse gebucht, aber dennoch Schlafplätze. Uns hatten es dann noch 70 Euro gekostet. Wir waren doch sehr erschrocken über das Preisniveau. Mal sehen. Hoffentlich wird der Zug nicht so voll. Und wir können ein bisschen Schlaf finden. Okay. Ja, wie man sieht, habe ich meinen Rasierer vergessen. Und es wird jetzt wohl die nächsten Wochen schlimmer. Ich wollte euch eigentlich noch sagen, was wir heute gemacht haben. Armin hatte uns ja zu einem jüdischen Gottesdienst eingeladen. Und das war der erste für mich. Und das war irgendwie sehr interessant. Und die Gemeinde dort war sehr offen und hat uns sehr willkommen geheißen und wollte uns zum Schluss gar nicht mehr gehen lassen, sondern wir sollten noch da bleiben. Mir war ein bisschen zu viel mit Riten verbunden. Irgendwie wurde eine halbe Stunde zelebriert, bevor die Tora aufgemacht wurde und dann eine halbe Stunde auszelebriert. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Leider haben wir ganz wenig verstanden, dass der nur auf Hebräisch und Ungarisch war. Aber dennoch war das echt mal cool, ihn zu sehen und sich mal anzugucken. Und vor allen Dingen so ein bisschen das Gefühl dafür und das Gefühl zu bekommen, beziehungsweise mitzuerleben, dass sie bei so einem Gottesdienst haben. Ja, jetzt machen wir uns gleich auf Richtung Bahnhof und werden dann Zug fahren. Von Budapest in Ungarn nach Bukarest in Rumänien. Gute 14 Stunden. Mal gucken, was das wird. Okay, wir packen jetzt weiter unsere Sachen. Ciao.